Hey Leute, zu einem ganz besonderen Video hier auf meinem Kanal. Heute will ich euch etwas geben, was ich euch seit Wochen versprochen habe. Ich will euch eine kleine Roomtour hier zeigen. Besser gesagt, hier die Roomtour meines Studios. Seit Wochen erzähle ich davon, jetzt ist es fertig und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Dann kommt mal herein in die gute Stube und das erste, was man sieht, ist ein Trikot des FC Bayern München. Tja, wie soll es auch anders sein? Ich bin Bayern-Fan und das sollte man dann schon sehen, wenn man reinkommt. Aber es ist ja nicht das einzige Trikot. Da seht ihr auch hier, alle meine Trikots, die ich besitze, hängen da rechts an Kleiderstangen. Das sind ja zwei mittlerweile. Nun ja. Da muss ich jetzt aber, und wie soll ich das am besten sagen, es ist mir unglaublich auf die Nerven gegangen. Diese Kleiderstangen sind mir nämlich andauernd nach unten gekippt. Sie haben einfach das Gewicht nicht standgehalten. Wieso auch immer, ich weiß es nicht. 20 Versuche habe ich gebraucht, jetzt hält's. 2 Wochen habe ich dafür insgesamt gebraucht, wenn man noch die Zeit rechnet. Nun ja, die Hall of Fame hier, aber bevor wir zu der kommen, möchte ich euch meinen Schreibtisch zeigen. Da sitze ich jetzt auch gerade dran. Gut, ihr seht es im Video nicht, aber meine Stimme muss ja auch irgendwo herkommen. Mein Laptop, hier schneide ich die Videos, hier produziere ich alles und das ist doch immer mega. Das sind nämlich Sticker. Besucht gerne mal meine Homepage manu-thiele.de. Da seht ihr alles, was ich so den lieben langen Tag mache. Mein Schrank ist so ungefähr das unaufgeräumteste aller Zeiten. Deshalb zeige ich euch das am besten gar nicht. Da liegt meine ganze Technik drin, hunderte Kabel und so weiter und so fort. Und damit es dann doch halbwegs gut aussieht, sind zumindest ein paar Pokale drauf. Zugegeben, ich habe die nicht selbst gewonnen, sondern mein Vater. Gut, der eine rechts da war ja auch aus dem Jahr 1999. Da war ich noch relativ jung. Dann haben wir noch einen Schal von der Spielvereinigung Unterhaching gegen RB Leipzig, DFB-Pokal 2015. Mein erstes Spiel im Altenbauer Sportpark. Damit es dann auch nicht so halt, gibt es hier noch die Schaumstoff-Dinger, die helfen auch zumindest ein bisschen was. Von daher, es sieht gut aus, es hilft, von daher nicht so schlecht. Die Hall of Fame mit ein paar Büchern. Toni Schumacher, Anpfiff, Österreich, wieso die Österreicher Europameister werden sollten und so weiter und so fort. Und hier ein wichtiges Buch, Wolf-Christoph Fuß, diese verrückten 90 Minuten. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr irgendwann Kommentator werden wollt, dann lest euch das durch. Ich habe das, glaube ich, jetzt 2-mal gemacht. Man lernt dadurch viel und es ist wirklich sehr interessant. Dazu noch ein paar Bücher, wollte ich schon sagen, ein paar Bilder von mir. Bei Lumbono, in Berlin und das ist das genialste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Das war nämlich der Text zu meinem letzten Sporttelegramm, den ich in meiner Radiokarriere geschrieben habe und später dann noch eingesprochen habe. Der Moritz hat mir das zu Weihnachten geschenkt. Ich war total baff, weil ich einfach ein Dreivierteljahr vorher schon das Unternehmen verlassen hatte und er die ganze Zeit über dieses Ding aufbewahrt hatte. Ansonsten hier noch ein Bild von mir auf dem Olympiastadion und dann war noch eine Fritz-Walter-Autogrammkarte aus dem Jahr 1972 mit dabei. Hier eine Urkunde, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, im November habe ich den Isarnetz Blog Award gewonnen in der Kategorie Video, also der beste Videoblog Münchens. Yay! Dann hier noch meine Schuhe, die stehen da eigentlich die ganze Zeit. Ich habe im Moment keine Zeit, auch mal auf den Fußballplatz zu gehen, leider. Aber wenn ihr mal keine Plastikschuhe mehr haben wollt, dann kauft euch was Anständiges, die zum Beispiel aus echtem Leder. Das ist großartig, die sitzen perfekt, das ist großartig. Einfach, ich kann es nur wiederholen, bah, ich kann mit diesen Plastikfußballschuhen nichts anfangen. Ansonsten hier noch was für die, die schon lange auf diesem Kanal sind. Diese Pokale habe ich nämlich früher immer in den Videos als Deko gehabt. Und hier nochmal ein Bild, ja, vom Dach des Olympiastadions München. Apropos München, aber nicht im Olympiastadion, sondern in der Allianz Arena. Mein Ticket vom Finale daheim 2012. Ich habe mir extra eine Glatze rasieren lassen, um dieses letzte Ticket zu bekommen. Am Anfang war es cool, dann eher nicht mehr so. Dieses Bayern-Trikot, ja, die erste deutsche Meisterschaft, an die ich mich wirklich erinnern kann. Das ist jetzt nur ein Fanshop-Trikot, aber ich habe es mir trotzdem mal aufgehangen. Und hier dann final der Hintergrund der normalen Videos. Davor noch eine Puppe, die ist einfach dafür da, dass ich die Kamera im Vorfeld scharf stellen kann, damit ihr nicht irgendwie einen Pixelbrei habt oder zumindest einen unscharfen Manu. Und das ist dann die Position, die ich dann benutze, beziehungsweise dort, wo ich dann stehe, damit ich auch weiß, wo ich zu stehen habe. Nun ja, es gibt ein Video, da habe ich schon diese ganze Wand hier aufgebaut.
Oben im i, findet ihr das? Das hat eine halbe Stunde gedauert und jetzt steht sie einfach da. Es ist das Beste auf der Welt. Es macht mega Laune, einfach reinzukommen und nicht schwitzen zu müssen, bis das Ding steht. Hier, damit dass der Stab oben gerade ist, habe ich dann noch ein drittes Stativ dran gesetzt. Sonst macht dieser Hintergrund auch Wellen und das sieht dann wiederum komisch aus. Dann haben wir noch ein Trikot an der Wand hängen. Ja, und jetzt denkt ihr euch, warte mal, der ist doch Bayern-Fan, was soll denn das? Was macht denn der da? Ja, aber meine Freundin ist Club-Fan und da dachte ich mir, aus Liebe zu dir hänge ich doch ein Club-Trikot auf. Und das ist doch die Liebe meines Lebens, also nicht der Club, sondern die Frau und so. Naja, egal. Das war gerade die Position, die ich dann immer habe, beziehungsweise die Sicht, die ich dann immer habe, nämlich auf die Kamera, wenn ich ein Video aufzeichne. Aber das ist ja nicht nur eine Kamera, sondern auch ein kleiner Teleprompter. Dieser Teleprompter hilft mir bei den News-Ausgaben, einfach um dann zu schauen, okay, stimmen die Infos, stimmen die Zahlen? Also ich schmeiße mir da größtenteils nur die Zahlen drauf und der Rest ist zumindest größtenteils improvisiert. Habt ihr Feedback zu diesem Studio, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und so weiter und so fort. Am Freitag gibt es wieder eine Call-In-Show live um 20 Uhr hier auf YouTube. Ruft gerne an, diskutiert mit mir über die verschiedensten Fußballthemen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch gut Kick und ciao.